Und damit ein freudiges Hallo der NRW bei 18 wieder am Start mit einem weiteren Hugo-Spiel. Ja, ich habe es aus den Katakomben von mir ausgegraben und ich habe es zum Laufen bekommen. Ich flipp aus. Nach Wild River, also sprich Hugo 6, was ich euch ja jetzt vor ein paar Tagen präsentiert habe, folgt nun Hugo 5. So steht es offiziell hier auf meinem Cover. Es ist allerdings schon das neue Layout hier im Menü, also wir haben nicht das alte, aber wir haben wieder einige Spiele mit dabei und ich finde, die können sich sehen lassen. Zum einen den Felsen, ich glaube, den habe ich noch gar nicht gehabt oder ich glaube damals bei Hugo Gold oder Hugo Platin war das dabei, ich weiß es nicht mehr. Aber wir haben den Felsen, wir haben die Pfahlbrücke, den Fallschirm und den Schlitten. Und ich glaube den Schlitten und die Pfahlbrücke, die hatten wir wirklich noch nicht und deswegen freue ich mich umso mehr, euch das jetzt hier auch endlich präsentieren zu können. So, Schlussszene machen wir zufällig, so soll es sein. Und dann würde ich sagen, geht es auf den Felsen. An den Hörer, ratzefatz, Zuru fegt euch jetzt vom Platz. Ist klar. Also links, rechts, links. Hoppala. Ja, links, rechts, links. Eigentlich ziemlich einfach. Hier können wir nämlich nur links. Ha, ha, ha. Und links, da sehen wir auch die Hexe Hexana auf ihrem Besen. Komischerweise hat sie da jetzt auf einmal einen Besen. Und die darf natürlich nicht zur Höhle gelangen. Da sie... Oh, lululululululu. Shit. Oh Gott. Ui, nicht so hitzig, Schätzchen. Nee, ist klar. Hugo will heute hoch hinaus. Weiter Versuch, mach was draus. Okay, mach ich. So, rechts, links, links, links. Also einmal rechts und dann nur noch links. Das, denke ich, kann ich behalten. Und das Schöne hier ist, dass wenn wir jetzt hier rüberspringen, dass er sozusagen auf der Stelle bleibt und dass wir nicht noch ein Stück nach oben klettern und er dann erspringt. Das heißt natürlich, dass wir hier alle Säcke schön einsammeln können. So, jetzt hier. Oh, Moment, ganz nach rechts. Ja, da oben sehe ich nämlich schon den Schnabel. Ja, der spuckt nämlich jetzt, glaube ich, Feuer. Ja, genau, da tut das auch. Hier können wir runter? Nein. Ich wollte schon sagen. Hopp, wie hoch? Diese scheiß Feuerspucker. Schade nur, dass es jetzt hier nicht wirklich Musik bei gibt. Aber ich finde, das reicht doch eigentlich nur, wenn man zugucken darf. Also man braucht ja noch nicht mal Musik. Also es ist einfach nur Hugo. Es ist einfach nur cool. Lalalalalala. So, seht ihr, was ich meine? Wir können jetzt hier zack, ganz so machen und fertig. So, und jetzt hier wieder schön nach links. Hier nach oben. Ja, er nur wieder. So, jetzt können wir ja ganz rüber. Oh, das war knapp. So, können wir uns hier die Säcke sammeln? Wie ich sehe, kommt die Hexe aber gut näher. Guck dir das an, das ist schon die Hälfte. Ich glaube, das Hin- und Herspringen hier frisst, glaube ich, sehr viel Zeit. Kann das sein? Hugo, gib Gas! Na, gerade noch so gerettet. Zack! Oh Gott, so viele. Punkte, Punkte, Punkte. Ja, hat man aber echt verdammt viele Säcke aufgehangen. Ich kann mich erinnern, bei Hugo Wild River hatten wir ein Spiel, wo wir so gut wie keine... Nein! Ah, Kacke. Ich wollte noch... Oh, flopp ein zweites Mal. Versuch's doch einfach noch einmal. Ja, ja, ist ja gut. So, Karte links, rechts. Dann sind wir da. Ja, aber jetzt noch nicht links, Hugo. Da oben erst. Das wird eine ganz knappe Kiste. Boah, das war mehr als knapp. Nein! Okay, jetzt, gut, jetzt muss ich mir den Sack schenken, weil ich glaube, sonst wird's echt knapp.
jetzt zieh durch. Zieh, zieh, zieh. Ja, jetzt. Oh Gott, guck mal, die Hexe ist fast da. Oh Gott sei Dank. Troll zu sein bedarf es wenig. Und wer Troll ist, ist ein König. Mega. Ah, Schlüsselszene. Okay, uiuiui, das ist nicht so schnell. Okay, ich hab's. Oh, herrlich. 3050. Mann, oh Mann. So, und hier gehen wir natürlich dann vorbildgerecht unseren Namen ein. Ja, ich hatte mich eben vertan. Ich habe das schon gespielt. Ja, ja, ja. Also, das war der Felsen. Jetzt folgt die Pfahlbrücke. Auf geht's. Na, denk dran. Geht am Telefon was schief, fällt der Troll am Ende tief. Telefon deswegen, weil wir ja damals in der Hugo-Show mit der böse Sack, scheiße, mit der Tastatur des Telefons gespielt haben. So, da hinten, Achtung, eine Eule. Das Geräusch müssen wir uns merken. Schon wieder? Ich denke, die gibt's nur einmal. Und normalerweise die Pfahlbrücke, die geht normalerweise auch hoch und runter. Warum? Also Eule, Frosch. Eule, Frosch. Eule, Frosch, Frosch. Okay. Wir gehen jetzt mal in den Biber, weil ich es einfach nur so grottenlustig finde. Achtung! Steht ein Biber so herum, macht's mitunter ganz doll bumm. Toll blöd gelaufen. Aber wir können ja nochmal loshopsen. Hopsen, genau, vor allem. Hopp, 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 hopp. Oh. Eule, Frosch, Frosch, Frosch. Jetzt wird's. Oh nein! Oh, komm nach vorne. Sehr gut. Achso, weiter. Weil hier geht der nicht automatisch weiter. Okay, das war's. Also das war jetzt einfach. Frösche, Eulen, Nösche, Fräulen, Eulen, Frösche. Hatte hier jemand was anderes erwartet, hä? Ja, ich nicht. Ah, oh, schon wieder die Schlüsselszene. Das ist auch einfach. Also das ist wirklich einfach. Sehr schön. Und wieder, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Manchmal. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, die anderen beiden Spiele heben wir uns für den nächsten Teil auf und, ja, dass wir hier mal auf ein paar Videos kommen, ne? Also, macht's gut, bis gleich in RW über 18. Adieu.